Jo Leute, was geht ab? Hier ist der Chris und in meinem heutigen Video geht es um eine Drohne, nämlich um die DJI Mavic Pro. Ja, ich habe diese Drohne jetzt schon seit knapp 4 Wochen und heute möchte ich euch einfach ein paar Fakten, ein paar persönliche Tipps mitgeben, die für diese Drohne vielleicht ganz wichtig sind. Ein paar Eindrücke von mir und wir fangen direkt an mit ein paar Fakten. Ja, also ein paar Fakten zu dieser Drohne. Die DJI Mavic Pro ist eine Drohne, die erstens sehr, sehr klein ist. Also auch wenn ihr sie transportieren wollt, dafür ist sie einfach perfekt gemacht. Wenn ihr mal schaut jetzt hier, so sieht die Drohne ausgeklappt aus. Ja, mega. Und ihr könnt die jetzt hier einfach so hier zusammenklappen. Ah, Moment. Erst dieses Teil hier, peng, und dann hier, peng. Und dann wird sie immer kleiner, die zwei auch noch wegklappen. Und am Ende ist die Drohne wirklich winzig, winzig, winzig klein. Ihr seht das, mein Kopf ist auch winzig klein. Oder eigentlich nicht, eigentlich ist der sehr groß. Aber diese Drohne ist wirklich sehr, sehr klein, also sie passt in meine Hand. Man könnte sie sogar in die Hosentasche stecken, wenn man das wollte. Und sie ist auch sehr, sehr leicht. Also wir haben hier ein Gewicht von 700 Gramm, was ehrlich gesagt wirklich sehr, sehr leicht ist. Was aber der Fluglage nicht negativ auffällt einfach, wenn man sie fliegt. Dann kommt noch dazu, dass die DJI Mavic Pro eine 4K Kamera hat. Da muss ich dazu sagen, da habe ich 2-3 Erfahrungen gemacht. Und zwar, wenn ihr mit 4K filmt und habt vielleicht einen Rechner, der schon ein bisschen älter ist, oder vielleicht einen Laptop, der schon ein bisschen älter ist, dann kann es sein, dass er vielleicht das 4K-Video von der Speicherkarte der Drohne gar nicht ruckelfrei wiedergeben kann, weil die Daten einfach unglaublich groß sind. Da müsst ihr ein bisschen schauen danach. Also bei meinem neuen iMac funktioniert es, bei meinem MacBook funktioniert es auch noch. Aber wenn ihr ein bisschen einen älteren Rechner habt, dann könnte es schwierig sein und ihr müsst vielleicht ein bisschen länger warten. Perfekt ist die Drohne allerdings für die Reise. Also ich habe noch nie eine Drohne gehabt, das ist meine erste Drohne. Aber ich glaube, zum Reisen gibt es aktuell einfach auf dem Markt nichts Geileres. DJI Mavic Pro ist wirklich eine sehr, sehr kleine Drohne, was unglaublich geil ist. Ihr könnt sie locker ins Handgepäck mitnehmen, beziehungsweise ihr müsst sie sogar beim Fliegen ins Handgepäck mitnehmen. Aber es gibt so 2-3 Sachen, auf die ihr achten müsst, auch beim Fliegen. Ihr müsst unter anderem, wenn ihr jetzt in die USA fliegt, so wie ich das jetzt bald tue, dann müsst ihr die Drohne registrieren. Da gibt es eine Website, da gibt es ein Drone Registration Formular, was man ausfüllen muss. Kostet $5, dann könnt ihr 3 Jahre die Drohne mit in die USA nehmen. Ihr bekommt eine Registrierungsnummer und wenn ihr die Registrierungsnummer habt, dann muss die irgendwie auf die Drohne drauf, damit ihr quasi bei der Einreise keine Probleme bekommt. Dann müsst ihr darauf achten, dass die Akkus in solchen Lipo-Flugzeug-Bags eingepackt sind, damit ihr die im Flugzeug transportieren könnt. Das sind also wie so komische Tüten, die sind so silber und da kommt quasi der Akku rein. Ich kann es euch gerade mal zeigen. So sieht das Ganze aus quasi, da kommt der ganze Kram rein, da könnt ihr hier oben quasi mit einem Klettverschluss wird das aufgemacht und dann kommt der Akku da rein, jeweils, ich habe 2 Akkus, für jeden Akku quasi ein Täschchen und dann dürft ihr die mit dem Flugzeug mitnehmen, müsst die Kontakte noch abkleben irgendwie, sicherheitshalber, würde ich einfach mal machen, kommt besser und die Propeller würde ich auch abmachen von dem Gerät und dann alles andere ins Handgepäck und dann ist das überhaupt kein Problem. So, dann geht es weiter mit den Fakten, die Flugzeit zum Beispiel, bei Mavic ist von DJI angegeben mit 27 Minuten, ich würde sagen, bei 25 Minuten ist der Bart ab, wenn nicht sogar noch ein bisschen weniger, vielleicht 23, 24 Minuten, je nachdem wie ihr fliegt und wie schnell ihr fliegt, was ihr tut, ja, da muss man ein bisschen schauen einfach, aber meistens ist so bei 20 Minuten geht die Warnung schon an, dass ihr jetzt langsam mal zusehen müsst, die Drohne zurückzuholen und da würde ich mich auch dran halten, denn wenn irgendwann mal der Akku leer ist und die Drohne ist nicht da, dann ist die Drohne weg. Ja, und das will natürlich keiner. Dann, was ich aber persönlich sehr, sehr cool finde, ist, dass die Akkus sehr, sehr schnell laden. Also ihr könnt die Akkus zusammen mit der Fernbedienung laden, das ist richtig cool, geht beides zusammen. Und dann könnt ihr quasi einen Akku plus die Fernbedienung laden und das dauert vielleicht so 40 Minuten und dann ist der ganze Kram wieder voll. Mit einer Fernbedienungladung könnt ihr ungefähr 4 Akkus quasi durchballern, also Drohnenakkus und also die Fernbedienung hält dann doch einen Moment länger. Dann die Entfernung noch ganz kurz. Die Entfernung, was die Drohne schafft, sind laut DJI 7 Kilometer. Wobei es heißt, nach 3,5 Kilometern ist
der Bildschirmempfang weg, das heißt auf dem iPhone oder auf einem Tablet, wobei da kein Tablet reinpasst, dann könnt ihr dann nicht mehr das Live-Bild sehen, das ist dann vorbei. Und ja, in Deutschland dürft ihr eh noch auf Sicht fliegen, also man sagt so 400 Meter, 500 Meter, das ist schon verdammt weit. Da ist die Drohne schon sehr, 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 sehr klein. Wo bist du? Die Höhe in Deutschland ist begrenzt auch auf 120 Meter, wobei ich persönlich sagen muss, also die Drohne kann laut DJI, glaube ich, viel, viel mehr, 400 Meter, 500 Meter, ich weiß gar nicht genau, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber auf 120 Meter ist das begrenzt. Und ich muss euch sagen, 120 Meter ist verdammt hoch. Also ich habe angefangen da mal mit so 30 Meter in diesem Anfängermodus und 30 Meter, wow, das ist auch schon sehr hoch. Und 120 Meter ist schon sehr, sehr hoch. Da ist die Drohne ungefähr so groß wie, ich weiß nicht, ein Reiskorn. Also ich sag mal, viel höher würde ich dann persönlich auch gar nicht fliegen, ist außerdem eh nicht erlaubt. Noch dazu muss man sagen, dass eine Micro-SD-Karte mit dabei ist. Das finde ich extrem cool, weil der Preis relativ hoch ist, ne? Also 1200 Euro ist viel Geld für eine Drohne und da ist wirklich alles dabei. Also eine Micro-SD mit 16 GB ist dabei, funktioniert einwandfrei. Zwei Ersatzpropeller sind noch dabei und ihr könnt theoretisch direkt loslegen, aber dazu sage ich jetzt auch noch ein paar Worte. Ja, viele Fragen gab es auch direkt. Wie ist das mit DJI? Kann man direkt auspacken und loslegen? Da muss ich euch leider ein bisschen enttäuschen. Nein, so einfach funktioniert es nicht. Meistens sind die Akkus schon geladen, beziehungsweise der Akku von der Drohne ist geladen und auch die Fernbedienung war bei mir schon fast voll, obwohl der ganze Kram ja aus Japan kommt, ja, oder China, ich weiß gar nicht genau. Aber es gibt einfach viele Dinge, die vorher gemacht werden müssen. Schaut euch vielleicht ein paar YouTube-Tutorials an von irgendwelchen Leuten, die erzählen, was da so geht, was man da so machen muss. Also es geht erstmal los. Erstmal muss alles eingerichtet werden, die Fernbedienung. Ihr müsst die DJI-App runterladen. Ihr müsst auf jeden Fall die Firmware-Updates machen. Das ist wichtig, dass quasi alles funktioniert. Das dauert dann auch einen ganzen Moment. Das kann eine halbe Stunde dauern, bis sich das alles aktualisiert hat, ja. Dann würde ich erstmal anfangen und das schlägt auch DJI vor, dass ihr erstmal mit dem Flugsimulator-Modus quasi anfangt und probiert mal ein bisschen aus. Da habt ihr quasi die Fernbedienung in der Hand, könnt mit der Fernbedienung ein bisschen fliegen und seht auf eurem Handy-Display eine Drohne, wie sie fliegt und habt die Fernbedienung in der Hand und ja, fliegt da quasi so ein bisschen rum. Also das finde ich persönlich ganz cool, um überhaupt mal so ein Gefühl für die ganze Drohne zu bekommen. Ja, und was ich euch auch auf jeden Fall empfehlen kann, den Fehler habe ich nämlich gemacht, kommt nicht auf die extrem dumme Idee, kauft das Ding irgendwie, das kommt bei euch an und ihr denkt, ah cool, ich probiere es doch gerade mal im Wohnzimmer aus. Das wird nichts, das kann ich euch gleich sagen, ich habe es ausprobiert, ging fast in den Fernseher, ja, da wäre der 1000 Euro Fernseher im Arsch gewesen, noch gegen die Tür irgendwie runtergefallen, ein Propeller kaputt, also das ist eine scheiß Idee. Ich würde es auf keinen Fall in der Wohnung ausprobieren. Geht raus, irgendwie, wenn ihr einen ganz großen Garten habt, probiert es da mal oder ansonsten auf jeden Fall ins Feld. Und da kann auch nichts passieren. Und ich kann nur sagen, üben, 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 üben. DJI schlägt auch am Anfang vor, dass ihr den ganzen Spaß im Anfängermodus macht. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Der Anfängermodus, da könnt ihr quasi fliegen und es geht, die Drohne fliegt nur 30 Meter maximal hoch und 30 Meter weit weg. Und das ist optimal, um das so ein bisschen auszuprobieren. Sie fliegt auch nicht so schnell, ihr könnt ein bisschen gucken, wie es funktioniert. Mir hat es sehr geholfen. Ich fand das top. Ich habe dadurch wirklich so ein bisschen das Gefühl dafür bekommen und konnte es einfach ein bisschen lernen und ja, ansonsten raus aufs Feld und dort quasi ganz in Ruhe ausprobieren, ja. So, jetzt noch zwei, drei persönliche Tipps von mir, was ich beachten würde, beziehungsweise was ich aktuell beachte. Die Drohne filmt ja in 4K und ich würde auf jeden Fall hergehen und würde immer in 4K filmen, weil der Riesenvorteil ist, bei 4K, ihr könnt einen Ausschnitt rausnehmen, der so groß ist wie eine Zigarettenschachtel und das Bild ist immer noch brutal scharf und richtig, richtig gut. Also aus dem riesen 4K-Bild könnt ihr einen kleinen Ausschnitt nehmen, der so groß ist wie eine Zigarettenschachtel, ihr habt immer noch ein Full-HD-Bild. Mega, also ihr könnt es beschneiden und das finde ich total geil. Deswegen nehme ich lieber immer die große Information 4K und beschneide es dann eventuell und dann habe ich einfach irgendwie den Space, um das zu beschneiden und das ist ganz geil. Ja. Dann würde ich immer schauen auf jeden Fall, dass der Startpunkt per GPS aufgezeichnet wird. Die Drohne wird euch jedes Mal sagen, der GPS-Punkt wurde aufgezeichnet oder es funktioniert aktuell nicht. Wenn es nicht funktioniert, dann würde ich lieber sagen, okay, dann warte ich noch mal kurz und gucke, dass ich GPS-Empfang habe. Weil wenn ich den nicht habe,
dann kann ich auch die Coming-Home-Funktion nicht nutzen, weil dann per GPS quasi nicht der Startpunkt aufgezeichnet wurde. Und wenn ihr die Drohne irgendwo verliert, dann kommt sie nicht automatisch zurück, weil sie hat ja den Anfangspunkt überhaupt nicht aufgezeichnet. Wo muss ich hin? Auch noch sehr wichtig finde ich, dass ihr natürlich nicht nur auf den Drohnenakku achtet. Das ist ganz wichtig. Also nicht nur schauen, dass der Akku in der Drohne voll ist, nicht nur schauen, dass der Akku im Handy voll ist, sondern auch schauen, dass der Akku in der Fernbedienung voll ist. Also es gibt also drei Akkus, auf die ihr achten müsst. Das ist die Drohne, das ist euer Handy und das ist die Fernbedienung. Und das ist ganz wichtig, dass die alle wirklich fett am Start sind. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ein weiterer Tipp ist, dass ihr in RAW fotografiert. Die Kamera, die DJI-Kamera kann im RAW fotografieren. Und wenn ihr ein bisschen mit Lightroom oder mit Photoshop was machen könnt, dann ist es mega, wenn ihr in RAW fotografiert, denn ihr habt einfach viel mehr Informationen in dem Bild. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. RAW einstellen. Wenn ihr mit RAW vielleicht nicht unbedingt was anfangen könnt, ihr könnt auch sagen, ich will in RAW und JPEG fotografieren. Vielleicht kommt ja irgendwann nochmal für euch Lightroom oder irgendein Bildbearbeitungsprogramm, wo ihr RAW entwickeln könnt und dann habt ihr zumindest beide Dateien. Deswegen, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Zu guter Letzt, ich würde immer dran denken, beziehungsweise das ist ganz wichtig bei der DJI Mavic Pro, dass ihr fokussiert. Die Drohne fokussiert zwar automatisch, beziehungsweise sie versucht es schon die ganze Zeit zu machen, aber es kann ab und zu sein, dass der Fokus nicht so sitzt und dafür gibt es eine Taste an der Fernbedienung, die standardmäßig belegt ist und dann könnt ihr immer mal kurz fokussieren. Da würde ich immer darauf achten, dass der Fokus also wirklich sitzt und wenn das cool ist, dann könnt ihr auch geile Videos machen und geile Bilder machen. Jo, das war's auch schon wieder mit diesem Video über die Drohne DJI Mavic Pro. Ich hoffe, es war interessant. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Kanal abonnieren und wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.